Ja, schönen guten Abend. Heute ist der erste Tag von der reichsweiten Fahrt. Eigentlich heute Mittag schon, aber ach ja, es hat nicht gepasst mit der Kamera. Also von der ersten Fahrt sind jetzt ungefähr 6,2 Kilometer weg. Akku zeigt noch voll an. Wenn ich euch das mal so zeigen darf. Ja. Heute Mittag bin ich noch bei strahlendem Sonnenschein gestartet. Ja, und jetzt regnet es die Hucke zu. Aber so mit vollem Akku geht es die Berge wieder besser hoch. Ja, Herbstwetter halt, ne? Richtig schönes Herbstwetter. Muss man echt aufpassen, dass man die Seitenkantenmarkierung von der Straße nicht überfährt. Durch das ganze rumliegende Laub. Ekelhaft das Wetter. Ja, muss man schon aufpassen, es ist ordentlich Wasser auf der Straße. Aber richtig ordentlich. Oi. So, jetzt ja, kommt denn mit meinen 10 Kilometer pro Balken. Ich weiß nicht, ob man sehen kann oder ob die Linse zu nass ist. Aber 10,6, ein Akkubalken ist weg. Wohl bemerkt, das ist nur Boost. Also heute hat er nur volle Pulle bis jetzt gesehen. Ja. Weil ich eigentlich, gerade wenn es zur Arbeit und zurück, immer die schnellstmögliche Variante wähle. So, jetzt putze ich mich eben sauber. Ich habe keine trockene Stelle in meinem Körper. So, ich hoffe, das geht mit der Linse so. Also ich sehe nicht mehr ganz so viel. Und so sieht das aus, wenn ich dann in Regen gefahren bin. Hier sieht man vielleicht noch die Unterschiede. Ich bin ein bisschen nass geworden. Auch der Hose. Alles ein bisschen feucht. Was ich aber euch zeigen wollte, beziehungsweise mal gucken. Also die Lampe hat oben drauf kein Wasser abbekommen. Von vorne ein bisschen Spritzwasser. Das war's aber auch schon. Ja, schön. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Fahrt. Sehr gut. So, der nächste Tag wird wieder nur untergedreht. Ich mache das jetzt hier im Flur, weil draußen schon dunkel. Aktueller Stand sind 11,7 Kilometer, laut Anzeige noch voll. Schauen wir mal, also bis gleich. Ja, und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnte, aber es regnet. Wie es jetzt auch für die nächsten Tage angekündigt ist. Passt mir nicht wirklich, aber was will ich machen? Ist halt so. Wenn es nur so nieselt, geht das. So, 14,4 Kilometer, ein Balken weg. So, Korrektur. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann.
zwei Balken weg. Und bemerkt, das Ding läuft die ganze Zeit immer nur vor Vollgas. So, ja, 16,5 Akku zeigt wieder voll an. Das zeigt aber auch nur, wenn er sich am Erholen ist. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ja, dann sage ich einfach mal bis morgen. Da geht wieder Nachtschicht für mich und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Ja, bis morgen. Ja, schönen guten Abend. Der nächste Tag von meiner Akku-Reichweitenfahrt. 17 Kilometer, drei Balken. Noch Rest. So, oh oh. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. 19,7, immer noch drei Balken. Also grob geschätzt sollte ich ja 40, 45 Kilometer schaffen. Dann hätte ich noch keinen Kapazitätsverlust, der mich jetzt beeinträchtigt. So, guten Morgen. Die nächste Fahrt. 23,6 Kilometer. Drei Akkubalken. So, 27,9. Immer noch drei Akkubalken. So, schönen guten Abend, die Damen und die Herren, die denen hinterherrennen. Wir schreiben es Samstagabend. Und ich bin auf dem Weg, nein, nicht in die Disco oder zu Freunden, zur Arbeit. Ja, kann man sagen, dass der Abend schon gelaufen ist. So, ich bewege mich gerade ohne Motorunterstützung fort. Da der Akkustand arg gesunken ist und nur noch ein Balken da ist und ich Angst habe, an der Nottebaumstraße zu versagen. Was so oder so sein wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben es übrigens Kilometerstand 40. Also schaut ganz gut aus, dass die Reichweite noch immer geblieben ist. Oh, Auto. Weg da. Ja, ich halte drauf. Wenn du jetzt fährst, ist was los. Na, geht doch. Jo. Ja, wie das so ist, habe ich gestern ungefähr auf gleicher Höhe wie jetzt, wollte ich filmen und habe mir gedacht, ja, jetzt kannst du die Kamera ja mal anmachen. Aber wie das so ist, habe ich doch die Kamera zu Hause vergessen. Brustgurt, alles angelegt gehabt und hier fällt mir dann auf, Kamera nicht da. Matze, du kennst das, irgendwas ist immer. Ja, dann gehen hier auch mal Grüße raus an Matze von E-Bike am Elm und Big Wave TV sowie dem Enzo von Alpino TV NRW 123. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
Mit den Jungs bin ich zurzeit aktiv über YouTube, jetzt hätte ich bald gesagt, beschäftigt, aber am Kommunizieren. So, alles frei und immer noch ohne E-Antrieb unterwegs. Ja, nicht ganz so schnell wie sonst, aber ja, meine 17 Sachen mache ich ja auch. Mit E-Antrieb 21, 22, also so viel Unterschied ist das jetzt nicht. So, ab hier zünden wir den E-Antrieb. Ich muss dazu sagen, dass dieser Vergleichstest diesmal auch etwas unfairer war, weil ich diesmal doch ein bisschen die ursprüngliche Route, die ich damals gefahren bin, geändert habe. Das heißt, der Antrieb war etwas mehr im Einsatz. Ich hoffe, man kann es sehen, ein Balken, 42,5. Circa, wenn man dem Tacho glauben darf. Ich bin heute etwas früher zur Arbeit los, damit ich auch ja genug Zeit habe, falls ich hier hängen bleibe. So, Fuß des Berges und der erste Gang ist drin und muss mich richtig anstrengen. Es ist ein bisschen blöd an der Geschichte. Das macht schon keinen Spaß. So, da war er. Oh. Ich krieg kaum Luft. Also am Display zeigt er jetzt wieder zwei Balken an. Aber der Akku selber nur einen, beziehungsweise den roten Button. Alter. Ja, ich muss jetzt noch so 2 Kilometerchen. Oder mehr. Aber jetzt hier geht gar nichts. Vor allem, ich habe die letzten Tage schon echt mich verausgabt. Das merke ich. Ja, 43,1 Kilometer. Dadurch, dass ich die Route von der ursprünglichen Route abgewichen bin, würde ich sagen, ist mein Fazit, die Reichweite stimmt noch. Und